So, ich bin bei den Bäumen. Hier ist so ein Busch. Und ich bin bei der Brücke. So ein George W. So ein Ido. Ich nenne ihn Ido, den Busch. Das ist mein Busch, ich nenne ihn Ido. Da müssen wir uns, glaube ich, an diese Walzen dranhängen, an diese. Ja, An das was sind halt bringen wieder die? diese Drehdinger. Mit denen hatten wir beide ja schon sehr gute Erfahrungen. Wieso wir beide? Erinnerst dich nicht an das Fabriklevel, wo wir Fabriklevel? beide Ja, gescheitert sind aber und ich dann in der Wand da gebackt war doch bin? auch der Prof mit dabei. Ja, aber er hat's geschafft. Okay, ich hänge jetzt hier oben dran. Auch gut. Ich muss aber da drüber. Ja, ich bin da drüben. Ich bin auf einer sicheren Plattform. Ah, sehr gut. Und jetzt da hoch. Auf die nächste Plattform. Na. Und jetzt wieder an das Rad dran. Und hab's. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das dreht sich zu doll. Und Ich hänge an der hops. Plattform. Und ich hänge am Rad. Ich bin gleich drüben. Ich bin gleich drüben. Ich Und bin hops. gleich oben Hey! vielleicht. Ich bin gleich da. Ich bin jetzt hier schon auf der anderen Seite leer. Ich hab gleich das Ding. Nein, ich hab das Ding nicht. Na komm, ein bisschen klettern hier. Und zieh. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Verdammt, ich bin runtergefallen. Ich war schon fast oben. Nein, Ich war komm, schon fast ja. da. Ich war schon fast da, Modi. Ich war schon fast am Ende. Okay. Fast oben angelangt. Boah, hier wird einem auch schwindelig. Die ganze Dreherei hier. Na komm. Na komm. Na komm. Nein, oh Na Gott. komm. Was, die entfernen sich wieder voneinander? Ach du Schande. Uah. Okay, ich Uah. bin auf der letzten, ich bin auf der vorletzten Plattform. Da war ich auch schon. Da kommt noch diese Treppe, diese. Hui. Oh Ich bin an der nein, zweiten verfahrene Spule. Treppe. An der zweiten Spule bin ich. Und Ich rüber. bin oben. Bin auf der Plattform, auf der Und ich bin ersten. unten. Sehr Ich gut. hab's. Komm, lass uns rüber gehen. Jetzt dürfen wir nicht sterben. Doch, ich darf sterben, aber du Jawohl. nicht. Ich auch. Die Kapsel bleibt ja bestehen. Ja, aber ich darf nicht sterben. Also du hast die Kapsel, du darfst mit der Kapsel, du musst sie zurückbringen. Ich darf jetzt sterben und auf dich warten. Ja, das natürlich schon, aber dann verpassen noch deine Zuschauer die ganze Action. Ich gehe ja mit dir gemeinsam. Ich versuche nicht zu sterben. Modi, vorsichtig. Lass dich nicht runterschieben. Das habe ich nicht vor. Ich versuche nur irgendwie durchzukommen. Ich glaube, hier wäre die beste Da Möglichkeit. rein. Oh. Sehr gut. Okay, hier musst du rüber, über die Brücke. Verdammt! Verdammt! Er hat es nicht geschafft. Nee, die Kapsel ist am Rand hängen geblieben von einer von den scheiß Die Stufen. Frage ist, wo ist denn die Kapsel jetzt? Die ist Ist wieder die auf dem Kapsel Baum. jetzt ganz wieder oben oder? Ja, sie ist wieder Ja, oben. die ist mit mir zusammen runtergefallen. Du bist ganz am Anfang, oder? Ja. Ich versuche die Kapsel zu holen. Ich gehe wieder zurück. Ich bin näher dran als Die kann du. nervig werden. Das wird nervig. Wir müssen wieder ganz wieder zurück. Ich bleibe vielleicht ein bisschen hinter dir. Wenn du stirbst mit der Kapsel, dann kann ich wieder Ja. zurückgehen. Dann bin ich näher dran als du. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Also ich werde hier nicht warten, aber ich werd dir ein bisschen Vorsprung geben, damit ich halt ein bisschen. Wenn du stirbst, dass du das hältst dann noch. Ich bleib vielleicht einen Raum weiter hinter dir, damit ich halt für den Fall, dass du sterben solltest, nochmal zurückgehen kann. Vielleicht schaffst du es aber auch diesmal zuerst oben an die Ich Batteriekapsel, was auch versuch's. immer. Ich hänge schon an den zweiten Rad. Na, Ich am ui. ersten. Ach, bist hinterhergekommen. Ja, natürlich. Wow.
So, zweite Plattform. Hops. Zweites Rad. Ich war schon fast oben. Na komm. Von wegen, wir kommen da schnell durch. So schnell auch wieder nicht. Das dauert schon. Was hattest du gedacht? 10 Minuten für das ganze Level? Ja, die ersten waren ja mega, mega leicht. Die waren ja. Die ersten paar Teile zu bekommen, das war ja, das ging ja noch. Und hops, hoch da. Ich bin auf der vorletzten Plattform. Bin auf der vorletzten Plattform. Oh ja, jetzt kommt das Schwierige. Wie hast du das gemacht? Ja? Einfach draufklettern und los. Einfach springen, einfach springen und beten. Einfach springen, 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 springen. Ja, ich hab das Ding verfehlt. Nein, du hast es nicht. Oder? Ja, hab ich doch gesagt, verfehlt. Es ist noch oben. Ich hab's berührt. Ich hatte es berührt. Ich war dicht dran. Sind wir gerade am selben Rad? Sind wir gerade am selben Rad? Das ist möglich. Hui. Dich habe ich gesehen. Und hui. Ich bin auf der Plattform. Klasse. Und ich versuche weiterzukommen. Zweite Plattform. Und ich bin am Rad. Nein, bin ich nicht. Mein Versuch war nichts. Am Rad drehen. Immer ein bisschen am Rad drehen. Hui. Ich drehe verkehrt rum. Ja, bleib stehen. Und hui. Am zweiten Rad. Und hui. Ich bin auf der Plattform. Ich auch. Oh, ich weiß. Sehe dich. Und? Unglaublich. Apropos, ich hätte auch einen unsichtbaren Skin. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich wollte es nur anmerken. Es sei denn, wir spielen mal Verstecken. Das ist aber unfair. Das ist schon mal. Wir hätten nicht beide aneinander festhalten sollen. Yep. Man lernt nie aus. Das ist richtig. Und komm. Und komm. Ich sehe dich. Halt dich doch nicht an mir fest. Ich versuch's ja. Toll. Ich versuch ja immer, mich an dich festzuhalten. Ha-hu. Ha-hu. Und ha-hu. Und nochmal. Und nochmal. Ich dreh mich. Nochmal. Und nochmal. Und jetzt. Ah, verdammt. Sie haben das Rad verfehlt. Morty, kommst du hoch? Bewegen und Plattformen klettern ist echt nervig. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 180 Minuten. Okay, 180 Minuten, das heißt, sie sind nicht von der Deutschen Bahn. In der Regel längere Verspätung. Stimmt. In der Regel sind es Ausfälle. Meine Lieblingsgeschichte ist immer noch, Zug verspätet sich um 5 Minuten. Nach 5 Minuten, Zug verspätet sich um 5 weitere Minuten. Ach, das und dann am Ende sind alle Züge an dem Tag ausgefallen. Ach Modi, da hast du noch nichts erlebt. Ich bin ja am Anfang meiner Ausbildung, mittlerweile nicht mehr zum Glück, regelmäßig gependelt, also am Wochenende immer zu den Eltern gefahren. Und da habe ich manchmal Sachen erlebt, also ganz abenteuerlich mit der Deutschen Bahn. Also mein Lieblingsmoment ist noch, wo die Bahn auf einmal mitten auf dem, also nicht kurz vor dem Bahnhof, sondern mitten irgendwo, nirgendwo, im Dunkeln, also es war abends, also ich bin Freitagabends zu den Eltern zurückgefahren. Und mitten irgendwo und nirgendwo hält der Zug an und das Licht geht aus. Wow. Einfach, also kompletter Stromausfall, der Strom,
Der Zug steht mitten auf den Gleisen, irgendwo, nirgendwo, und das Licht ist aus. Es ist halt einfach zack, ein Zappenduster im Zug und ja. Selbst die Durchsagen funktionieren nicht. Irgendwann kommt ein Schaffner durchs Abteil und sagt halt so im Dunkeln, ja, der Zug kann nicht weiterfahren, weil Stromausfall, Elektrik ist ausgefallen. Da stand man eine Viertelstunde im Dunkeln. Ging dann relativ schnell weiter, also nach einer Viertelstunde ging es dann auch wieder weiter, aber ja, standen wir erstmal eine Viertelstunde abends im Dunkeln. Wow. Das habe ich auch noch nicht erlebt bei der Deutschen Bahn. Nee, ich auch nicht. Oh, ich frage mich gerade bei der Geschichte, ich frage mich, wie viele Kinder an dem Abend gezeugt wurden in diesem Zug? Hoffentlich nicht so viele. Na, man kennt's ja. Strom weg, direkt los. Gab's ja schon mal. Ich hab ja ein Foto davon auf Instagram, glaube ich, gepostet. Müsste, glaube ich, noch in meinem Feed zu sehen sein. Also nicht in der Story, sondern direkt auf dem Account als Bild. Ist halt ein relativ dunkles Bild. Man sieht halt wirklich nur die Notausganglichter, also die Notausganglichter leuchten so ein bisschen, dass da halt, du erkennst halt die Umrisse, du erkennst halt, da sind Sitze und da sitzen Leute drin, aber das ist halt zappenduster. Also nur das Einzige, was halt das Zugabteil erleuchtet, ist halt die Notausgangleuchter. Ja, das war eine Erfahrung. Erfahrung, die du bei der Deutschen Bahn machst. Ich bin froh, dass ich sowas noch nicht durch habe. Ich fahre so oft mit der Deutschen Bahn, dass das. Da erlebt man manchmal Sachen. Schon wieder? Wir sollten das vielleicht mal langsam schaffen. Ja, so langsam. Okay, dann fange ich langsam mal an, ernst zu spielen. Ach, hast du das bisher noch nicht? Nein. Bisher habe ich einfach nur einen Stein auf die Tastatur gelegt. Ach so. Und einen Biber vors Mikro gesetzt. Ganz genau. Dann war das der Biber, der die ganze Zeit mit mir geredet hat. So, zweite Plattform. Ja, knapp am Rad vorbei. Na toll. Komm, Hauti, du musst das schaffen. Werd nicht müde. Oh Mann. Das kann doch nicht sein. Das ist doch kurz vorm Schluss. Wir können das doch nicht so beenden. Wir können das doch jetzt nicht. Wir haben das doch schon fast abgeschlossen. Hoffentlich. Wie lange hängen wir denn da schon? Also, wenn das dann nicht weiter. 2 Minuten vor 8? Ja. Wir haben fast eine Stunde für dieses verdammte Ding gebracht. Ja. Wow. Nee, du kamst ja erst 20. Du kamst erst 19.20 Uhr dazu. Also oh, das ist trotzdem fast 40 Minuten. Die anderen haben wir ja praktisch direkt geschafft. Oh, ich bin am Rad. Oh. Oh Gott. Ich könnte es schaffen. Die Chance besteht. Und hops. Nein! Ich bin wieder unten. Mori, du bist noch am zweiten Rad. Oh, ja. Ja. Erste Plattform. Und sonst so. Zweite Plattform. Gibt's noch ein Thema, über das wir so reden könnten, während wir uns rumdrehen? Ich bin vorbeigesprungen! Ja, das dauert hier noch eine halbe Stunde. Noch ein Thema, was wir ansprechen könnten in der Zeit. Pokémon, ich hab heute viel Geld ausgegeben. Pokémon hier, Schwert und Schild kommt demnächst raus. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 135,7. Wie sehr freust du dich schon drauf, Modi? Wie gehypt bist du? Ich bin gespannt, ob es gut wird oder ob es so schlecht wird, wie alle behaupten. Ja, also 50-50 würde ich sagen. Ich muss sagen, also Pokémon Ultra Sonne und Ultramond ist wirklich Schrott, das ist jetzt unnötig.
Es war ja wirklich unnötig, dass die das gemacht haben. Es ist ja quasi dasselbe wie Pokémon Sonne und Mond. Aber Pokémon Sonne und Mond, das, also, es war ja auch ein ordentliches Spiel. Es wurde halt schon vorher, es war ja, bei Pokémon Sonne und Mond war es ja, muss man sagen, quasi dasselbe wie jetzt bei Schwert und Schild. Es war halt vorher wirklich, das wurde halt vorher zugrunde gehatet. Es wurde halt wirklich vorher. Ja Also gut, ich aber da glaube. haben uns die Entwickler wenigstens nicht angelogen. Also ich glaube, es wird, also es, ich glaube, es wird schon, es ist schon was Wahres dran an den Sachen, die jetzt so gesagt werden im Vorhinein, also was da alles gehatet wird und so weiter. Aber ja, ich glaube, das ist doch dann doch. Na gut, Also ich also vertraue so weit in Pokémon, dass das dann doch am Ende eine spielbare Sache wird. Also ja, das wird sowieso. vielleicht, es wird vielleicht an ein paar Stellen ein paar, also es wird wieder viel Stoff für den lieben Nanificate geben und logisch Dinge in Pokémon. Ja, Da wird es wieder ein sehr paar, viele. da wird es wieder neue Teile von Nanificate geben. Da freue ich mich schon drauf. Und es wird halt auch ein paar Bugs geben und also es wird halt ein paar, also halt die ganzen Sachen, die man schon sieht im Internet. Ja. Zum Beispiel das versenkende Fahrrad oder die Das wird, N64-Bäume. da muss ich auch wirklich sagen, das wird auch nicht. Oh, du hast das Ding. Sehr gut. Ja. Das wird auch nicht mehr gefixt. Also es gibt ja immer das Argument, dass die Leute sagen, es ist ja noch ein bisschen hin bis zur Veröffentlichung, das werden die schon noch fixen. Nee, Nee, also das eben, werden die nicht. nee, garantiert nicht. Also ich bin jetzt kein Spieleentwickler, aber ich sag's mal so, wenn Nintendo den ersten Trailer dazu raushaut, dann ist das Ding eigentlich schon in trockenen Tüchern. Dann kann es sich nur noch um ein paar Bugfixes handeln und kleinere Veränderungen. Also als Spielefirma macht man ja eigentlich erst Trailer, wenn es halt wirklich schon im Gesamt feststeht. Also wenn halt wirklich schon klar ist, so soll es werden, also so soll es rauskommen. Jetzt wollen wir noch wissen, was wir hier vielleicht an ein, zwei Stellen noch verbessern können. Und das Spiel kommt in einem Monat raus, also fast in einem Monat. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Also jetzt. Das ist wahrscheinlich die Dinger, die Spielkarten sind wahrscheinlich schon gepresst, also die SD-Karten sind wahrscheinlich schon fertig gemacht. Ich bin gestorben. Ja, ich hab mich. Okay. Sterb nicht. Ja, aber ganz ehrlich, Die Card-Switches, so. die Switch-Dinger, die Spiele sind schon gepresst und sind bald auf dem Weg zu uns. Die werden jetzt ordentlich produziert und in großen Auflagen abgefertigt und Da ja, wird also. überhaupt nichts mehr gemacht, Da glaube wird ich. überhaupt nichts mehr, also so gar nichts mehr. Also was jetzt noch an Fehlern auftaucht, das ist im fertigen Spiel zu sehen. So. Ja, sie könnten es ja nachpatchen, aber Nintendo und Online-Sachen, wir wissen alle, wie das endet. Und jetzt? Jetzt haben wir das Aber ganz geöffnet. Ach ehrlich, so. so wie ich die Entwickler mittlerweile einschätze, gehe ich mal davon aus. Kleine, Modi geht noch nicht rum. Kleine Epilepsie-Werbung, Verwarnung. Also, Ja, das wäre nicht schlecht. keine Epilepsie-Werbung, Warnung. Okay. Ja, ich Ja, hoffe, die gut. Zuschauer, die jetzt. Ich hoffe, dass jetzt kein Zuschauer an Epilepsie leidet und jetzt hier zugrunde geht. Also sorry, da krieg sogar ich Kopfschmerzen. Discopoco. Und du? Alter. Ach, da ist der Ausgang, da hinten. Oder ist das der Eingang? Ja, das ist der Eingang. Und du? Ich glaube, das Level hat kein Ende. Hat Das kein hatten wir ja am Ende. Anfang nicht. Oder vielleicht hier drin Oder da irgendwie, oben. oder. Oder ganz oben Oh lang. Gott! Oh! Vielleicht muss man sich Was noch war um. die? Man Was muss war sich die noch umklettern. Disco-Kugel? An die Decke. Vielleicht an der Decke. Meine Vielleicht, Augen. aber fass. Ah, ganz ehrlich, fass mal die Kugel an. Das ist Ja, so habe ich kaputt. schon. Das. Oh nein! Ich hing gerade in der Wand. Ich Okay. glaube, ich riskiere da mal lieber nichts mehr. Ah! Was? Hilfe! Können wir hier irgendwie durch die Wand durch oder? Ich weiß es nicht. In der Decke ist ein Loch, also da ist irgendwas.
Das ist irgendwie ein... Ja gut, es könnte auch nur Optik sein. Ich meine, wir hatten schon ein Level, das kein reguläres ändert. Ja. Ist ja auch ein Workshop-Level. Ich geh mal hier raus, meine Augen schmerzen. Ja, meine auch. Ich will gar nicht wissen, was YouTube aus den Pixeln da macht. Ach, verdammt, ich wollte hier entsperren. Ja, nee, so schnell mach nicht. Mach mal wieder zu. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir hier durch? Ja, das wäre jetzt der Ausgang von Anfang an offen. Vielleicht kannst du ein Ding nehmen und das durch die Scheibe werfen, oder? Ich kann es mal versuchen. Ich meine, die Kugel dort, da müssen wir nicht mehr rein. Ich nehme das Ding raus. Jetzt ist die Tür wahrscheinlich natürlich wieder geschlossen, aber das wäre natürlich lustig, wenn das jetzt gehen würde. Wenn uns das Ganze quasi sperren, sparen können. Und geht's? Nee, da geht nichts. Okay, ja, dann hat das einfach kein Ende. Ende. Ja. Ich bin schon in der Lobby. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, wenn mich noch umsatzlich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Schaut bei Molly vorbei. Und man sieht sich zusammen. Immer zusammen. Ja, man sieht sich zusammen im nächsten 4/5. Video. Ganz genau, hoffentlich dann mit voller Besetzung. Ja, mal schauen. Als ob das jemals passieren würde. Das ist bisher noch nie passiert. Ich hab dich. Nein. Ja. Na dann, haut rein. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal oder bis zum nächsten 4/5. Video. Schaut schon. Ja. Willst du noch was morgen sagen, Modi? Willst du noch was morgen sagen? Nee, ich sag nichts mehr, außer dass ich jetzt erstmal mal ein ganzes Zeug von heute auspacken werde. Aha. Alles klar. Ja, ich hab vielleicht ein bisschen viel Geld für Merch dagelassen. Aha. Bei deiner Oma, oder? Ja, ich war noch ein bisschen einkaufen. Ach so. Modi war nämlich bei seiner Tante oder bei seiner Oma oder was auch immer. Ja, ist umgezogen und da mussten wir halt helfen. Familie. Ja. Na dann, bis wieder mal. Bis zur nächsten Aufnahme, hoffentlich dann mit ein paar mehr Leuten. Das wäre mehr. Du nimmst noch auf? Ich nehme noch auf. Aber ich würde das nicht mit reinschneiden. Ich habe, glaube ich, schon vor 5 Minuten aufgehört.